Ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu this week's WWE. Wir starten heute wieder durch mit den Ergebnissen und Ereignissen aus der Raw bzw. Smackdown Episode dieser Woche. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Los geht's. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das Wichtigste ist aber der Kommentar und zwar mit eurer Meinung. Und bitte nicht wieder schreiben, Max, du hast keine Ahnung. Ich sage meine Meinung als Fan. Heute nicht rum. So, Videobeschreibung auschecken, 6% Rabatt bei IGWorld, wenn ihr kommt, als Gaming über eure Produkte, inklusive Madden Coins, Rocket League, dazu CSGO Skins, FIFA, alles mögliche. Dazu meine Social Media Seiten, Instagram und Twitter, auf jeden Fall mal folgen, bei beidem, es lohnt sich. Und wir starten durch, und zwar mit Raw. Wir gehen natürlich wieder nur auf die wichtigen Sachen ein, und John Cena hat gegen Jason Jordan gewonnen. Ja, an sich ist das jetzt nicht so großartig besonders, weil wer erwartet irgendwas anderes, als dass John Cena gegen Jason Jordan gewinnt. Allerdings, irgendwie, man verbrennt den so. Also, es wird momentan diskutiert, ob das der schlechteste oder der kürzeste Push werden wird in der Geschichte der WWE, weil es halt nicht funktioniert. Niemand nimmt ihn ernst. Kein Mensch will ihn mehr sehen. Und es ist einfach langweilig. Man muss ihn heel-turnen, ansonsten wird das nichts. Er ist der Sohn von Kurt Angle. Man hätte da so eine schöne Storyline draus machen können. Aber so wie jetzt wird er einfach verbrannt. Gegen Finn Bella konnte er letzte Woche nicht gewinnen. Da habe ich ja schon gedacht, vielleicht wird er heel. Gegen John Cena, der ja aber so ein bisschen beides ist, konnte er auch nicht gewinnen. Ich meine, er hat ein gutes Match gezeigt, aber im Endeffekt hat er verloren. Und das wird so einfach nichts. Es wird halt wirklich nichts. Man muss den in irgendein Fädenprogramm mit jemandem stecken und man muss ihn heel-turnen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Wichtigere danach war aber eigentlich, nach dem Match kam Roman Reigns raus und er hat eine Promo mit John Cena gemacht. John Cena war dieses Mal, finde ich, deutlich schwächer als zuletzt. Das war nicht vergleichbar mit dieser Überpromo vom letzten Mal, die er deutlich gewonnen hat. Ich finde, dieses Mal ist Cena nicht mal on top rausgekommen. Ich finde, dieses Mal war Roman Reigns besser. Und vor allem Roman Reigns Schlusswort. Denn nach wieder ein bisschen rumgelabert, dass sie sich beide gegenseitig ja so scheiße finden und dass die ja gegenseitig einfach nur scheiße sind und machen, hat John Cena gesagt, dass er Roman Reigns nicht respektiert, weil er sich nicht von unten nach oben gearbeitet hat, wie beispielsweise ein The Miz, ein Jason Jordan, Überraschung, Überraschung, oder ein Chad Gable, Überraschung, Überraschung. So, danach hat Roman Reigns aber gesagt, pass auf, du bist einfach nur jemand, der immer am Labern ist und Labern ist und ich kann dich nicht respektieren. Aber wenn ich so scheiße bin, wie du sagst, dann zeig doch jetzt mal was. Vor allem, weil er hat, also John Cena hat Roman Reigns gefragt, ob er das jetzt versteht oder ob das in seinen Kopf reingeht oder ob er es ihm jetzt reinprügeln soll. Und Reigns meinte, ja mach, ja los, komm, prügel mal rein. Und Cena natürlich hat das nicht gemacht. Überraschung, Überraschung. Hat sich da, das fand ich, ich mag ja Cena und er darf ja auch arrogant sein, aber das fand ich ein bisschen zu arrogant, dieses in die Seile lehnen, dieses immer, er ist halt wirklich dieses, er verkörpert dieses Arrogante. Mittlerweile nervt mich das auch ein bisschen. Wie so eine Seile lehnen und ah, ich bin so unantastbar und so cool, kam nicht so geil, ehrlich gesagt. Und hat vor allem einfach Roman Reigns komplett gepusht, weil das genau das war, was er gesagt hat. Und am Ende meinte er einfach nur, ja, guck mal, du machst sowieso nicht das, was du sagst, du stehst nicht zu deinem Wort. Du traust dich nicht und deswegen respektiere ich dich nicht. Und dann ist er gegangen. Für mich persönlich der Sieger von dieser Promo, Roman Reigns. Und ich habe immer mehr Bock auf das Match bei No Mercy. Ich hoffe, dass es nächste Woche wieder eine Promo gibt, weil die sind sehr unterhaltsam. Und die Promos von Roman Reigns sind besser als je zuvor. Das heißt, Cena bringt das Beste aus Roman Reigns raus, was sehr wichtig ist für die Zukunft. Also ich fand das sehr, sehr gut. So, it's getting it up. Nein, Spaß. Wir sind ja nicht bei World Culture, aber schreibt eure Meinung in die Kommentare. The Miz hat seinen Intercontinental Championship gegen Jeff Hardy verteidigt, wollte ich sagen. Allerdings mal wieder sehr, sehr weak in meinen Augen. Es war ein gutes Match von beiden. Beide haben ihre guten Spots gehabt. Und dann kam ja Jeff und wollte die Swanton Bomb machen. Beziehungsweise hat die Swanton Bomb gemacht, aber ins Leere. Weil Maryse am Ring stand und ja ihren Mann angetippt hat und der sich weggerollt hat. Vorher wurden schon die Mistourage rausgeworfen, die schon Jeff Hardy einmal behindert haben, vom Turnbuckle zu springen. Und natürlich auch Matt Hardy, ja, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat, außer seinen Bruder zu verteidigen. Aber der Ref ist natürlich wieder blind gewesen. Ja, aber Maryse war halt noch drin. So, und tickt halt ihren Mann an. Und man kann jetzt sagen, ja, sie hat ja nicht wirklich eingegriffen oder so. Aber doch hat sie, weil es natürlich, es ist Show. Ja, es ist geplant, es ist gescriptet. Aber andererseits hätte sie nicht angetippt, rein Scripting und Booking-mäßig, hätte sich Miss nicht weggerollt. Und deswegen, danach kam halt das Skull-Crushing-Finale und dadurch sieht halt Miz wieder extrem weak aus, finde ich. Der kann einfach kein Match alleine gewinnen. Das geht einfach nicht. Entweder die Miz-Tourage greift irgendwie ein oder Maryse greift irgendwie ein. Das ist doch kein Champ. Der macht so gute Promos. Der ist so ein guter Wrestler. Lass den doch bitte einfach mal clean gewinnen. Bitte. Ich finde es gut, dass jetzt quasi die Miz-Tourage gegen die Hardys ist. Also Miz und die Miz-Tourage und Maryse gegen die Hardys. Weil das halt nicht so einer gegen vier ist, sondern zumindest schon mal zwei gegen vier. Aber, also die Fehde kann gerne weiter fortgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz, das ist so... zumal die Hardys ja aus dem Raw-Title-Picture raus sind momentan. Zu Recht. Das ist so...
lass den doch bitte mal clean gewinnen. Ich finde das nervig. Und ich hasse Maryse. Und die nervt. Immerhin sah sie diesmal besser aus als sonst. Wir machen einen großen Bogen um Enzo Amore und die Cruiserweight-Action und Nia Jax und Emma, die Alexa Bliss und Sasha Banks besiegt haben und damit im Fatal 4-Way Women's Title Match bei No Mercy stehen. Wir wissen sowieso, dass Little Miss Bliss das wahrscheinlich irgendwie unwahrscheinlich gewinnen wird. Es gab aber einen sehr schönen Spot, da müsst ihr mir mal auf Twitter folgen, wo Nia Jax Emma, mit Emma war sie in einem Team. Das war auch wieder so bescheuert. Wieso packt man zwei jeweils in ein Team, die sich absolut nicht ausstehen können? Natürlich, es ist Storyline und so, aber das ist auch einfach, das hat nicht harmoniert und das hat einfach keinen Spaß gemacht zuzugucken. Außerdem war klar, dass Nia Jax und Emma gewinnen. Naja, egal. Auf jeden Fall gab es eine sehr schöne Szene, wo Nia Jax und Alexa Bliss gegenüberstanden und Nia sie mal angeschrien hat und Alexa sich total erschrocken hat. Und ja, die Goddess. Ne? Ja, stellt sie noch schwächer dar. Ich mag die ja eh nicht. Eine andere Geschichte. Ich wollte eigentlich einen großen Bogen drum machen, weil es halt einfach schlecht war. Fand ich, aber gut. Egal. Wir kommen zu Rollins und Ambrose gegen Anderson und Gallows. No Title Match natürlich, die Good Brothers. Es gab am Anfang der Show ein Match zwischen Sheamus und Cesaro gegen Heath Slater und Rhino, die ja auch wieder komplett verbrannt wurden und schnell verloren haben. Währenddessen saßen halt eben Rollins und Ambrose am Kommentatorenpult und mitkommentiert. Diesmal standen außen Sheamus und Cesaro, haben auch eingegriffen, nachdem sie das Match gewonnen haben. Allerdings haben Rollins und Ambrose trotzdem gewonnen gegen Anderson und Gallows, die eigentlich genauso wie Rhino und Slater. Man könnte doch mal mehrere Tag Team in der Title Picture rücken. Man hat ja jetzt die Hardys rausgenommen. So zwei Teams einfach mal reinrücken, zumal Anderson und Gallows beispielsweise richtig gut sind und Slater und Rhino auch nicht so schlecht sind. Aber nein, man verbrennt sie einfach nur. Einfach so. Und dementsprechend, im Endeffekt, es pusht halt die Fehde zwischen Rollins und Ambrose und Sheamus und Cesaro, aber es war jetzt nichts großartig Aufregendes. Trotzdem war es solide gerestelt und das wollen wir ja sehen. Und dann das Main Event, Braun Strowman gegen The Big Show in einem Steel Cage Match. Super Heavyweight Action bei Raw und das auch noch in einem Stahlkäfig, natürlich mit einem doppelt verstärkten Ring, damit er nicht wieder zusammenbricht, wie beim letzten Superplex von Braun Strowman gegen The Big Show, der natürlich wieder kam. Es gab wieder einen Superplex und diesmal ist der Ring nicht zusammengebrochen und die Halle war ziemlich traurig darüber. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen, die Halle hat das nicht so gefeiert, dass der Ring nicht zusammengebrochen ist. Ich persönlich habe ja gehofft, dass Big Show gewinnt, aber es war klar, dass Braun Strowman gewinnt, weil man muss ihn pushen für das Match bei No Mercy gegen Brock Lesnar und er sieht halt einfach aus wie das letzte Monster und zwar wirklich. Teilweise, also Big Show ist wirklich in einer unfassbar genialen Form, hat versucht aus dem Ring zu klettern, also aus dem Käfig zu klettern, wie es ja beim Steel Cage Match üblich ist. Auch Braun Strowman hat das gemacht, fand ich sehr, sehr gut. War mal was komplett anderes, weil man das theoretisch gar nicht erwartet. Es war sehr gut gebookt, es war ein sehr unterhaltsames Match, es war super Heavyweight Action vom Feinsten, es waren sehr geile Moves dabei, es waren sehr geile Spots dabei, es gab ein Diving Elbow von The Big Show, was auch richtig krass war. Im Endeffekt gewinnt Braun Strowman nach einem Running Power Slam, wo er einfach nochmal seine Macht und seine unfassbare physische Stärke, der ist ja wirklich richtig stark, der Kerl, der hat ja, das ist, man muss ihm mal bei, also Adam Scher heißt der in Realität, man muss ihm mal auf Instagram folgen, der Typ ist so ein Viech, ne? Hilfe. Also dem möchte ich wirklich nicht nachts im Dunkeln in der dunklen Gasse begegnen, wenn der schlecht gelaunt ist. Und dann auch keinen dummen Spruch machen oder sowas. Also auf jeden Fall, Running Power Slam hat gewonnen, hat dann danach noch durch den Käfig geschleudert. Ganz, ganz stark. Sehr, sehr gutes Booking. Und Braun Strowman sieht unfassbar stark aus für das Match bei No Mercy gegen Brock Lesnar. Ich glaube, das wird ein richtiger Colossal Klatsch. Was? Nein, Colossal Fight. So ist richtig. Eure Meinung in den Kommentaren. Kommen wir zu SmackDown. Und SmackDown war diese Woche schlechter als Raw. Das ist ja selten so in meinen Augen. Allerdings dieses Mal tatsächlich. Es gab vier Matches und ich muss zu allen vier was sagen. Und das erste Match war Carmella gegen die SmackDown Women's Championess Miss Helia. So. Zunächst einmal kam Kevin Owens rausgestürmt, wollte wieder einen coolen Move machen und Referee spielen. Das hat Shane O'Mac nicht so wirklich gepasst. Der ist rausgekommen, hat Kevin Owens in die Schranken gewiesen und gesagt, du machst hier gar nichts. Und Kevin Owens hat dann zurückkonfrontiert und richtig gefrontet und gesagt, dass es besser gewesen wäre, wenn Shane O'Mac bei seinem Fall durch den Tisch vom Hell in a Cell gestorben wäre. Wäre besser gewesen für seine Familie unter anderem und für seine Kinder. Und beim Wort Kinder konnte sich Shane O'Mac dann nicht mehr beherrschen und hat Kevin Owens verprügelt. Und zwar so richtig. Kevin Owens konnte sie überraschenderweise gegen den, wie alt ist der? 50? Ach, keine Ahnung, wie alt er ist. Auf jeden Fall konnte er sie nicht wehren, natürlich. Aber ist ja Booking. Ist gut. War gut. Und im Endeffekt wurde dann Shane aus der Halle gebeten von Daniel Bryan und gesagt, hör auf. Und dann hat man Backstage Kevin Owens gesehen und Kevin Owens war total demoliert. Und natürlich großer Charme irgendwie bei Shane O'Mac, aber auch irgendwie keine Reue für das, was er gemacht hat. Daniel Bryan natürlich als zweiter GM komplett irgendwie verwirrt und wusste gar nicht, was er machen soll. Gutes Booking, ja. Sehr, sehr gut. Vorhersehbar natürlich, was dann im Endeffekt passiert ist. Aber trotzdem gutes Booking. Das Match? Naja.
War nicht so gut. Natalia gegen Carmella. James Ellsworth hat zwischendurch irgendwann mal so getan oder wollte halt irgendwie, dass Carmella ihren Koffer einsetzt nach dem Superkick. Und Carmella hat dann halt gesagt so, nein, nein, bist bescheuert, warum? Nein, lass das. Und ja, im Endeffekt hat dann Natalia Carmella eingerollt und gepinnt. Und hat sie verloren. Und Carmella hat sich dann Mikro geschnappt und gesagt, James, hier, tschüss, wir sind durch. Wir sind durch, du bist raus. Und ich dachte mir, endlich, endlich ist Carmella den Kerl los. Endlich kann man die vielleicht ernst nehmen, weil die wird halt schwächer dargestellt, wenn sie die ganze Zeit mit diesem Gockel rumläuft. So, später Backstage. James Ellsworth bekniet Carmella. Und entgegen ihres Bitchy-Image, die einfach nur hätte sagen müssen, nein, nein, geh weg, sagt sie halt, ja gut, okay, aber wir machen es auf meine Art und Weise und gebt ihm einfach eine dicke Schelle. Hättet ihr euch nicht trennen können, das wäre so viel besser gewesen. So, danach gab es mal wieder Werbung für Conor the Crusher und Conor's Cure. Das fand ich sehr, sehr gut. Dann gab es das Re-Debut von Dolph Ziggler und zwar das dritte Mal. Und diesmal ist er ja, mit verschiedenen Entrances rausgekommen, was ich ziemlich lustig fand. Unter anderem als John Cena, dann als Macho Man Randy Savage und dann als Naomi. Das war einfach geil. Aber er hat halt nicht gewrestelt und das war schade. Naja, aber danach gab es eben Sami Zayn gegen Aiden English und Sami Zayn hat verloren. Wie immer. Also sehr schnell sogar. Er wurde im Endeffekt eingerollt und, ah, ich weiß nicht, das ist doch einfach Kacke. Warum lässt man Sami Zayn nicht endlich mal diesen Push, den er verdient? Ich meine, klar, Aiden English ist auch nicht schlecht und ist ein guter Charakter und der sollte gepusht werden, aber doch bitte nicht auf Kosten von Sami Zayn. Das ist so, oh Mann, der kann doch nicht immer verlieren und vor allem so schwach dargestellt werden. Der ist so, ich weiß nicht, was man damit machen will. Ach, ist das Kacke. Naja, auf jeden Fall so viel zum Thema Sami Zayn, Aiden English und Dolph Ziggler. War okay, aber ich finde es halt scheiße, dass Aiden English schon wieder gewonnen hat und dass Sami Zayn schon wieder verloren hat und naja. Ja. So, Daniel Bryan hat natürlich dann einen Anruf bekommen, Überraschung, Überraschung, und musste dann rausgehen und musste Shane O'Mac rausrufen. Und er musste ihn auf Anordnung von Vince McMahon, ja, suspendieren. Gut. Hat man jetzt ehrlich gesagt kommen sehen nach der Aktion? Ich weiß nur nicht, wie das weitergehen soll. Die werden sich dabei was denken. Ich bin wirklich gespannt. Ich werde nächste Woche gucken müssen, weil ich finde es wirklich interessant. Aber ja, auf jeden Fall war es das erstmal mit Shane McMahon. Der ist erstmal suspendiert. Allerdings kam dann später der Plot-Twist, weil Kevin Owens stand dann Backstage mit Daniel Bryan. Das fand ich auch richtig gut. Das fand ich richtig cool. Und Daniel Bryan, die Reaktion war nicht so krass, wie man es hätte erwarten können. Aber ja, dann meinte halt Daniel Bryan zu Kevin Owens nächste Woche, mach dich gefasst, der Big Boss kommt, Vince McMahon. Das fand ich richtig geil, also Mr. McMahon gesagt, fand ich richtig cool, fand ich richtig gut. It's getting it up. Man versucht verzweifelt, Baron Corbin aufzubauen, der hat gegen Ty Dillinger gewonnen mit einem wunderschönen End of Days. Ich finde diesen Move geil, wo er aus dem Ring rausslidet, um sich um den Ringpfosten schwingt, wieder reinkommt und Clothesline macht. Naja, auf jeden Fall, Jinder Mahal hat sich vorher noch so ein kleines Backstage-Szene oder so eine kleine Backstage-Promo gegönnt und AJ Styles saß halt während des Matches zwischen Baron Corbin und Ty Dillinger, der zuletzt die waren, die sich so ein bisschen in dieser Open-Challenge beteiligt haben. Eigentlich war es ja nur Baron Corbin. Saß halt draußen und hat sich das Match angeguckt, Baron Corbin hat gewonnen und AJ Styles hat dann nochmal Ty Dillinger dazu gesagt nach dem Match, dass er nächste Woche gegen ihn halt antreten darf in der US-Titel Open Challenge. Mal sehen, was wirklich passieren würde, ob Baron Corbin wieder eingreift. Irgendwie wird es wohl so eine kleine Fehde zwischen Ty Dillinger und Baron Corbin. Da Baron Corbin eigentlich gepusht werden sollte, ja, nicht so ein großer Push, aber vielleicht ein kleiner. Und Ty Dillinger wird dadurch halt ein bisschen gepusht, weil Baron Corbin jetzt ein kleiner Name geworden ist. Finde ich eigentlich ganz gut. Match war auch in Ordnung, allerdings nichts Großartiges. Ja, war jetzt, also war okay. Und dann das Number One Contenders Match für den WWE Championship bei Hell in a Cell. Und zwar Randy Orton gegen Shinsuke Nakamura. Und naja, ich muss halt ehrlich sagen, letzte Woche hat Randy Orton RKO gegeben gegen Shinsuke. War es nicht dadurch klar, wer gewinnen würde? Ich meine, das Kommentatorenteam hat so gesehen auch gespoilert vor dem Match, weil sie gesagt haben, Shinsuke weiß, was er zu erwarten hat. Und Randy halt eben nicht, weil er den Kinshasa noch nicht abbekommen hat. Damit war klar, dass Shinsuke das Ding gewinnen würde. Zumal Randy ja sowieso im Title Picture schon war gegen Jinder und es wäre Schwachsinn gewesen, ihn jetzt nochmal reinzustellen. Und Shinsuke hat halt eben diese bittere Niederlage wieder nur wegen den Singh Brothers und wird dementsprechend jetzt bei Hell in a Cell hoffentlich endlich Jinder mal als Champion ablösen. Das würde zumindest mal Zeit werden. Ja, das Match war ziemlich gut, finde ich. Es gab fast einen sehr, sehr schnellen RKO. Das war sehr gut gebookt allgemein. Und im Endeffekt gab es dann ganz zum Schluss des Matches natürlich den Kinshasa. Und ja, damit hat natürlich Shinsuke gewonnen, weil bisher hat noch keiner aus dem Kinshasa ausgekickt. Ja, also er ist der neue Number One Contender. Er wird bei Hell in a Cell gegen Jinder Mahal antreten, hoffentlich Champion werden. Und ja, sehr, sehr gut. Es gab auch
Es war ein gutes Match. Es war einfach ein gutes Match. Und damit endet SmackDown. War jetzt nicht so spektakulär wie letzten Wochen, fand ich. Nicht so gut. Auch natürlich, wenn viel passiert ist. Beispielsweise halt eben Number One Contender Match. Und dass Shane McMahon gefeuert wurde, beziehungsweise suspendiert wurde. Aber nichtsdestotrotz war Raw diese Woche, finde ich, besser. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.